Hi, willkommen bei Andreas Outdoor. Heute ein Kurzvideo, Spontanvideo, schnell draußen im Camp. Und ihr kennt es, beim Spontanvideo gibt es zwei Sachen. Erstens, ich bin in Jeans unterwegs und das zweite, es gibt keinen Kaffee. Man hat es im Titel schon gelesen und im Bild gesehen, ich habe mir was Neues, wirklich Cooles gekauft und das will ich natürlich jetzt hier auch entsprechend ausprobieren. Und zwar geht es hier um dieses Teil. Ich habe mir in der Tat auch so eine Kukri bestellt. Ja, im Moment ist das gerade ein bisschen in aller Munde, diese Kukri. Wir wissen, wer da schuld ist. Ich habe mir diese nicht einfach so normal, also schon normal bestellt, aber ich wollte die wirklich individuell für mich haben und da habe ich einen Link gefunden. Ich werde den in die Infobox stellen und zwar ist diese Kukri direkt von Nepal. Das ist eine Handanfertigung und die wurde, habe ich speziell so bestellt, von der Größe her, vom Griff her. Alles kann man dort schön im Prinzip individuell auswählen, auch die dazu passende Scheide. Gibt so mal eine Standardscheide, aber man kann da mit diversen Sachen kann man da noch speziell auswählen, was man will. Ich werde es da nicht groß alles beschreiben, die Klingendicke, Stärke und alles. Ich werde es einfach in die Infobox schreiben, könnt es dort nachlesen, wenn es dann jemand interessiert. Und ansonsten kann man direkt auf der Homepage bei Ihnen kann man schauen, wie dort die Kukris hergestellt werden. Es sind doch kleine Videos drin. Jetzt genug gequasselt, jetzt wollen die natürlich auch in Action sehen. Ich sage mal so, solche sind sicher kein Gegner. Ein bisschen mit mehr Elan. Muss ich sagen, ja. Passt. Versuche nun mal da direkt das zu spalten. Auch so feinere Schnitzarbeiten, ja, gut ist anders, aber es funktioniert. Hier würde ich vielleicht sogar sagen, ich würde es so machen. Und hier mal so aus lauter Freude. Das ist klar, tendenziell was für das Grobe und nicht für ganz, ganz kleine Feinarbeiten funktioniert auch, aber die will benutzt werden. Also muss ich sagen, die zieht recht, muss ich sagen. Also, Spaß macht sie schon.
Mein Fazit zu dieser Kukri: Muss man so eine haben? Ja, unbedingt. Das gehört in jede Standardausrüstung. Nein, natürlich individuell. Also mir gefällt sie natürlich optisch, ist natürlich ein Highlight. Und dem her, ja, und auch sie tut ihren Dienst als Werkzeug, also problemlos. Was ich noch machen werde, ist hinten, ich werde hier noch ein Lanyard dann noch anbinden mit einer Schlaufe. Muss ich noch schauen. Aber sonst vom Griff her super. Ich sage mal, ohne Handschuhe, ja, dürfte ein klein wenig schmäler sein für meine Hand hier. Aber das kann man individuell noch anpassen, das ist kein Problem. Aber mit Handschuhen, wo ich sie sowieso benutze, ich benutze das Werkzeug meistens mit Handschuhen, ist diese von der Größe her ideal. Also das passt, die haut wirklich rein. Wie gesagt, ich habe diese hier jetzt direkt aus Nepal bestellt. Link, wie gesagt, ist in der Infobox. Und ich musste circa, ja, vielleicht knapp zwei Monate musste ich warten. Aber das ging problemlos alles. Und hier, macht euch schlau, aber in der Schweiz gilt das nicht als Waffe oder als gefährliche Waffe, verbotene Waffe. Das ist absolut egal, da hast du kein Problem am Zoll, das kommt rein, das wird hier quasi unter Werkzeug deklariert. Ist noch, ich habe mich schlau gemacht und ist noch lustig, ich kann mal ein Video machen, was da so in der Schweiz unter das Waffengesetz gefällt, gefährliche Waffen, verbotene Waffen, also das ist noch so ein bisschen speziell. Und wie gesagt, diese hier ist absolut legal, kann man bei sich haben, vielleicht jetzt nicht gerade einem Fußballmatch oder mitten in der Stadt oder so, aber die im Rucksack verpackt und dann im Wald für sich draußen finde, ist wie ein Beil oder wie eine Machete. Das ist von dem her kein Problem. Aber nun das Wenige jetzt wieder zusammengepackt, was ich da hatte, war nicht viel. Ja, wie gesagt, kurz und knapp, spontan Video. Hoffe, hat euch Spaß gemacht. Schreibt mir doch in die Kommentare, was findet ihr zu so einer Kukri? Braucht man sowas nicht? Ich auf jeden Fall sage, es macht Spaß. Von dem her passt das für mich. Hier und hier könnt ihr weitere Videos anschauen. Da oben könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Freue mich riesig über jeden neuen Abonnenten und jeden bestehenden Abonnenten. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und tschüss.